Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Sonntagnachmittag treffen sich in Brüssel die Finanzminister der 8 Mitgliedstaaten des Europäischen Währungssystems EWS. Den Sachverständigen war es am Wochenende trotz 9-stündiger Geheimberatungen nicht gelungen, sich über eine Neuanpassung der Wechselkurse im Verbund der Hartwährungsländer zu einigen. Wie verlautet, standen eine Aufwertung der deutschen Mark und des niederländischen Gulden um 3 bis 4% zur Diskussion. Anscheinend denken Dänemark und Belgien an eine Abwertung ihrer Währungen. Frankreich scheint sich aber beharrlich zu weigern, den Franc nach unten hin zu korrigieren. Der sozialdemokratische Wirtschaftspolitiker Roth bekräftigte seine Auffassung, dass eine Aufwertung der Mark nicht zu verhindern sei. Er meinte, die Regierung in Bonn habe es unterlassen, die notwendigen internationalen Korrekturen vorzunehmen. Regierungssprecher Ost bezeichnete die Kritik Roths als schädliches Gerede ohne wirtschaftlichen Sachverstand. Im Bundestagswahlkampf ist die Diskussion über das Verhältnis der Bundesrepublik zur DDR fortgesetzt worden. Bundeskanzler Kohl nannte die DDR-Führung ein unsinniges und ein unseliges Unternehmen, das die Menschen um die Früchte ihrer Arbeit bringe. Kohl betonte aber gleichzeitig, dass er die Politik des Gesprächs mit der DDR fortsetzen wolle. Der sozialdemokratische Kanzlerkandidat warf Kohl vor, er gehe mit